was bisher geschah. Die komplette Campingausrüstung wurde verwendet. Die Wette wurde gewonnen. Ich habe fast meinen Finger verloren. Meinen Finger einfach aufgerissen. Und jetzt die 11. Woche. Guten Morgen, guten Abend und guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zurück. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich kein Schlagzeuger bin. Aber wir haben heute Schlagzeug geschenkt bekommen. Es geht darum, dass wir bereiten uns vor für ein Konzert. Wir nehmen Lieder auf, wir schreiben Songs. Wir bauen eine Band zusammen, wir suchen nach anderen Musikern. Dann wir jammen, musizieren zusammen. Ja, sowas ungefähr. Deswegen, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und das allererste Kapitel heute, wie immer, ist Songwriting. Oh! Leute, man lernt nie aus. Und ich erzähle euch warum. Ihr wisst, ich habe so sehr mich gefreut wegen dem Preamp. Und klar, ich habe dann direkt Bassgitarre angeschlossen. Boom, es klingt so, wow, es ist so viel besser. Dann habe ich auf jeden Fall probiert mit dem Mikrofon. Und auf einmal ist es mindblowing, wie viel besser das alles klingen kann. Ist hervorragend, wirklich. Aber habe ich mich konfrontiert mit komplett anderer Geschichte, was ich habe vorher nie gewusst. Also, falls ihr das auch nicht gewusst habt, Strom macht Geräusche. Also, wenn du das angeschlossen in die Steckdose hast, wenn du Mikrofon anschließt auch, hier rein und da raus in Soundkarte, es brummt. Das macht so ein dummes Geräusch. Ich dachte, okay, man kann das irgendwie noch, es wird das auf der Spur man nicht hören wird. Nein, wird das man hören und das man hört. Also Bassgitarre, Bassgitarre wieder hier rein, da raus, direkt in Soundkarte und es brummt. Das heißt, egal wie gut diese Sache klingt, jetzt habe ich mich mit einem Thema auseinandersetzen müssen, warum Strom brummt und wie kann ich das wegkriegen? Also, es war so crazy. Dann habe ich auf jeden Fall, selbstverständlich, das ist ein Thema an sich, da kann man studieren wahrscheinlich, gehen solche Sachen. Und ich habe dann gesucht, wie kann ich dieses Problem lösen. Und wusste ich vorher auch nicht, es gibt allgemein solche Sachen wie Netzfilter. Netzfilter, die tun einfach Strom sauber machen, also dass diese Geräusche einfach weg sind. How crazy is that? Selbstverständlich gibt es das in so einem Steckerform. Gibt es auch im Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenform. Es gibt auch professionellere Netzfilter, was zum Beispiel für HiFi-Anlagen geeignet sind. Und ich gibt es auch immer doch diese Melomanen, die einfach so gerne Musik hören. Und dann, wenn du zum Beispiel deinen Verstärker direkt in Strom anschließt, also dieses Schmutz vom Strom, also lässt Musik nicht so gut durchklingen. Das heißt, die kaufen ein teures Netzfilter, stecken die dann in Steckdose, dann Kabel vom Verstärker kommen da rein und auf einmal dann sogar Musik klingt dadurch besser. Das wusste ich auch zum Beispiel nicht. Das ist crazy. Und jetzt für diesen Teil habe ich vor ein paar Tagen einfach einen Netzfilter bestellt, was eigentlich für Tonstudio geeignet ist. Und also, weil ich möchte die Aufnahme so gut wie möglich jetzt machen, wenn ich schon Geld investiert habe. Ich möchte gerne auf jeden Fall, dass man auch gut hören kann, dass das Upgrade ist, okay? Und ich habe Netzfilter bestellt. Ich warte jetzt, wahrscheinlich nächste Woche kommt das an und dann kann ich richtig loslegen. Weil jetzt, du kannst mit diesem Brummen nicht wegkriegen in Bearbeitung, in Postproduktion. Und ja, was soll ich sagen? Man lernt nie aus und diesmal habe ich gelernt, wie wichtig ist, dass dein Strom, während du mit Musik arbeitest, sauber ist. Seit wann Strom kann schmutzig sein? Gut, also alles, was ich sagen heute wollte, ist eigentlich, ich wusste nicht, dass das Strom schmutzig sein kann und es brummt. Das kommt in so einem ekligen Geräuschform und dass dafür man einfach Netzfilter braucht. Und ich musste wieder meine Aufnahme ein bisschen verschieben und alles andere, weil ich nach einem Netzfilter gesucht habe, was auch nicht neu ist. Ich möchte das benutzt kaufen, sonst kostet das sehr viel, bla 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 bla. Also, ich habe es bestellt, das kommt nächste Woche wahrscheinlich an und dann kann ich richtig loslegen. Das heißt, Leute,
diese Woche so viel zum Thema Stromverschmutzung. Mindblowing. Also, Leute, ciao, ciao. Es ist einfach unglaublich. Wie machen die das? Wie machen die das, dass das so gut klingt auf einmal, so groovt und alles? Also das hat mich immer gewundert und bewundert. Wie kriegen die das hin? Das ist so ein Multitasking, so eine richtig coole Sache. Also wow, Schlagzeuger zu sein, das sollte richtig spannend sein. Aber ich bin keiner. Wie ihr seht, manchmal treten Probleme auf, die man nicht vorhersehen konnte. Und deswegen also muss man wieder abbrechen, auf irgendwas warten, was bestellen, was kaufen, um irgendwie weiter sich bewegen zu können. Songwriting erledigt. Aber als nächstes haben wir Pfeifentalk und diesmal, ich möchte euch noch eine Gitarre präsentieren, was ihr wahrscheinlich auch öfters gesehen habt und kennt, aber trotzdem durch meine Gitarre. Also, bis gleich. Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserem Pfeifentalk. Heute will ich noch eine Gitarre von mir präsentieren und es ist die da. Das ist eine sogenannte Konzertgitarre. Ich habe immer wieder, da wo wir, glaube ich, über Plektren gesprochen haben, habe ich erwähnt, dass gibt es auch Gitarren, die mit Nylon- oder Nylon-Saiten sind. Also und dafür diese graue Plektren geeignet sind. Heute, ich will euch zeigen jetzt hier, die Saiten, die sind nicht aus Stahl, sondern aus Nylon. Okay? Und Klang ist eigentlich deutlich sanfter. Das klingt so. Das klingt deutlich sanfter, deutlich runder. Das klingt, also eigentlich, das ist mehr für klassische Musik geeignet oder für spanische Musik. Also das, diese ganze Flamencos und so sind fast immer mit solchen klassischen Gitarren gespielt. Also wahrscheinlich, das geht immer in so in die Richtung, so gesagt. Oder in die Richtung. Fehlt, hat nur eine Frau gefehlt, die so mit so Kastagnetten getanzt hat. Was auch noch sehr cool ist, man kann mit diesen Gitarren also sehr schöne Balladen spielen, also wo man wirklich. Also, da kann man so vieles damit machen. Aber ich selber, ich kann ehrlich sagen, ich habe die Gitarre schon ewig. Und damals habe ich für Konzerte benutzt, weil wir immer wieder Balladen gespielt haben. Oder ich nutze das immer wieder, wenn ich ein Solo einspielen muss, was also nicht nach Western-Gitarre oder nach E-Gitarre klingen sollte. Das sollte so einen sanfteren Sound haben. Dafür nutze ich meine Konzertgitarre. Und ja, das war's. Also jetzt kennt ihr noch eine Gitarre, was ich so besitze.
was ich noch unbedingt erwähnen möchte, falls ihr irgendwelche Fragen habt, bitte, bitte, bitte in den Kommentaren schreiben. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, bitte, bitte, bitte in den Kommentaren schreiben. Und bitte nicht vergessen zu abonnieren und noch eine Glocke, diese kleine, also ich weiß nicht, also diese kleine Glocke zu drücken. Du, ihr kriegt direkt wahrscheinlich Benachrichtigung, oder? Falls wir wieder was hochgeladen haben. Ja, und heute ist es was. So viel zum Pfeifentag, Leute. Pfeifentag. Zu viel zum Pfeifentag. Also, ich wollte wirklich sagen, so viel zum Pfeifentag, Leute. Mach's gut und bis nächste Woche. Bye, bye. das bringt mich einfach so meinen Kopf durcheinander. Jetzt kennt ihr noch eine Gitarre von mir, was übrigens ich noch mal dazu sagen möchte, ich habe diese Gitarre schon, keine Ahnung, gute 11, 12 Jahre, das habe ich nicht im Pfeifentalk erwähnt, aber diesmal wird wieder super ernst, weil wir gehen zurück zu Rella Athletics und schauen wir mal, wie der heute mich wieder auseinandernehmen wird. Bis gleich. Leute, guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Coach Rella und Rella Athletics. Also, ja, wir haben Warm-up schon ein bisschen gemacht. Ihr seht das, jetzt wird er diesen, wie heißt das nochmal? Bandagiert. Wurde ich schon bandagiert und Boxhandschuhe habe ich schon an. Also, können wir anfangen, oder? Jetzt. Ins Ring! Gott! Ich habe meine Technik verbessert, okay? Rella hat zwar seine Sache.
was? Kinnhaken. Pass auf. Genau, ja. Uppercut. Okay, ja. Das muss, also das heißt, wir haben links. Eins, zwei, okay. Zwei. Genau. Und dann mit der rechten Kopfhaken. So. Leute, warte mal, Entschuldigung, ein bisschen kurz. Komm, Leute. Habt ihr gehört, wie das benannt hat? Kopfhaken. Also es geht zielt ins Kopf, aufs Kopf, oder? Ja, richtig. Boah, ich kann es mir nicht vorstellen irgendwie. Das hat man so direkt ins Gesicht. Also, zack. Drei, vier. Switch. Welches? Also, genau. Oh mein Gott, das ist Mathematik. Das hier. Ah, vier. Switch. Bam. Ja. Und wenn du hier schlägst, mein Kopf geht hier, kommt hier das Kugel. Wenn ich deinen Kopf treffen würde. Richtig. Wie soll ich das decken? Irgendwo. Ja. Also warte mal, dann zack, zack, ja. Und hier? Ja, genau so. Ja. Und der Hälfte. Leute, wir haben keine Pause, weiter. Verzeihen Sie bitte mir. Das ist das zweite Mal beim Rennen. Ist immer noch sehr anstrengend. Links. Und hier noch. Das war alles falsch from the beginning. Das heißt, wenn ich das hier mache, ich habe Zeit, das aufzubauen. Ja, nicht aufmachen. Der kommt direkt. Du schlägst hier. Ja. Und dann eben zurückziehen. Hier. Ah, das heißt, ja. Warte, das kommt. Schau. Eins, aha. Zwei, ja. Aha. Geht zurück, drei, vier. Das ist deutlich gefährlicher, wenn ihr das macht, oder? Sollte man. Der kommt, zwei, drei. Also ist das, dann ist das kein Haken. Warte mal. So, ja. Und jetzt die Hüfte. Genau. Also, das heißt, das nimmt man nicht mal Oberkörper? Nicht über den Arm. Aha. Ja. Arm geht das raus hier. Und dann Rotation über den Oberkörper. Hüfte. Das aus der Hüfte kommt die Power. Ah. Vom Boden durch die Hüfte, aha, in die Brust. Leute, wie ihr seht, ist ein bisschen besser geworden. Das freut mich. Ella hat auch gesagt, ist ein bisschen besser. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen, reicht mir vollkommen, weil ich nicht so viel Sport mache. Aber ich bedanke mich so sehr beim Coach Ella. Ich danke dir. Auf jeden Fall, wir kommen immer wieder her. Wir können ganz gerne verfolgen. Also, falls ihr Kommentare schreiben möchtet, bitte, gerne, Tipps und alles. Dann müsst ihr mit ihm sich auseinandersetzen. Ich halte ihn zurück. Aber Leute, für heute ist alles. Danke nochmal und bis wieder in 2-3 Wochen. Also, cool. Ciao, ciao. Ja, es ist. Ich muss noch weiter üben. Ich weiß nicht, ich mache es hier egal was. Ich weiß nicht selber, was ich da mache. Wie ihr seht, also mit Coach Rella, also sich zu trainieren, macht es immer mehr Sinn. Also der weiß, um was geht, der kann mich gut leiten und das macht auch übel Spaß. Und dann kann man langsam immer wieder an seine Grenze kommen. Das ist super nice. Und jetzt, Kapitel Band. Diesmal, ich habe so ein Statement abzugeben. Und ja, hört hier mal rein. Ja, was gibt es heute über Kapitel Band zu erzählen? Ich weiß,
das vielleicht manchmal sieht das ein bisschen einfacher aus. Dass du denkst, ja klar, komm, baust du eine Band zusammen und schießt du los und alles ist in Ordnung, hast du dann alle Musiker und so. Leider ist das nicht immer der Fall. Und wir haben jetzt vorgenommen, weil es schwierig wird zurzeit, also zwei Backvocals und Klavier und auch Perkussionist. Perkussionist ist immer noch eine große Frage, ob wir das unbedingt brauchen. Aber wir haben es vorgenommen, jetzt Kapitel Band auszulassen, so lang, bis wir wieder was zu zeigen haben. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir nicht einfach so in die Kamera labern, aber dass wir auch zeigen, dass da was passiert oder und Folgendes. Okay, Leute. Das heißt, heute haben wir nicht viel. Nächste Woche schauen wir mal. Und ja, wir sehen uns wieder im Kapitel Band, sobald wir was zu zeigen haben. Es ist unmöglich. Ja, wie ihr auch gehört habt, ich wusste, Kapitel Band wird also immer schwierig sein, wenn man jemanden findet und du hast hier was zu zeigen, das ist cool. Wenn nicht, dann warum dann überhaupt diese Kapitel zu Kapitel machen? Deswegen haben wir es, wie gesagt, entschieden, einfach nur ein bisschen auslassen, bis wir wieder irgendjemanden haben. Und jetzt, Leute, jetzt ist Drumroll, den ich nicht machen kann. Warte mal. Kommende Woche, ich zeige euch meine Rasselbande. Und der Reifen verschlingt mich. Was war das jetzt hier gerade? Leute, ich versuche jetzt zu spielen und zu reden, okay? Schauen wir, was mein Gehirn so machen wird. Preview, wie immer erwartet uns die spannende Sachen. Sag ich dir, Alter, doch spannende Sachen. Wie immer erwartet uns spannende Sachen, sag ich dir, Alter, doch spannend. Okay, fuck, ich kann. Also, Leute, spannende Sache nächste Woche, schaut mal rein. Ja, wenn euch gefällt das, was wir machen, bitte lasst Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal, verbreitet unsere Message weiter. Und ja, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Und wie ich immer sage, diejenigen, die mich schon kennt, ihr wisst, dass ich werde euch nicht einfach so gehen lassen. Und ich verabschiede mich wie immer mit Musik. Leute, bis nächste Woche. Bye, bye. When you were here before, couldn't look in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a special. I wish I was special, but I'm a